Willkommen zurück zu Gothic 3. Wir sind immer noch in der Nähe von Geldern und haben jetzt hier, glaube ich, eine weitere Höhle entdeckt, die wir uns mal ansehen sollten. Das wird wahrscheinlich entweder die Schwefel- oder die Goldmine sein. Schwefel. Eindeutig Schwefel. Okay. Dann reden wir doch mal mit den Leuten hier. Verschwinde! Der scheint der Verantwortliche, hey, zu sein. Gut, dass du kommst. Ich habe was zu tun für dich. Was für eine Mine ist das hier? So was Dummes kann auch nur ein Morra fragen. Halte doch mal deinen hässlichen Rüssel in die Luft. Dann wirst du schon wissen, was für eine Mine das hier ist. Eine Schwefelmine natürlich. Was machst du hier? Ich sorge dafür, dass die Morras arbeiten und diese Mine läuft. Die Biester lungern schon seit Tagen hier vor der Schwefelmine herum. Sieh zu, wie du sie loswirst, klar? Bring mir was über das Schmieden bei. Kann ich ein paar Brocken Schwefel mitnehmen? Mach das. Bring das fiese Zeug nach Geldern. Ich krieg hier bald keine Luft mehr. Ich kümmere mich um die Snapper. Ja, mach sie weg, aber schnell. Sie machen mich nervös. Feigling. Ein großer, starker Ork sein und kriegt hier Muffensausen, wenn er ein paar kleine Snapper sieht. Na gut. Wir kümmern uns gleich darum, damit der gute kleine Ork wieder schlafen kann. Aber zuvor nehmen wir noch das ganze Schwefel mit. So, ich habe da unten doch schon gesehen gehabt, die Viecher. Die sind nun wirklich nicht unbedingt das, was ich als gefährlich erachte. Ich glaube, die habe ich von Anfang an schon gut töten können. Bedrohlicher Snapper, na gut. Da! 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 Ja. So viel, solange es noch viele sind, kann ich nicht meine das hier machen eigentlich, weil dann die anderen nicht mehr zurückschrecken, sondern angreifen. Okay. Es sind tatsächlich ein bisschen viele. Sollte aber trotzdem machbar sein. War ja ein erster Versuch. Okay, dann auf ein neues, würde ich sagen. Ja. Vorher wollte ich allerdings noch mal mein Schild wieder anlegen. Oha, plus 12, plus 10. Tja, das ist besser als die anderen. Auch wenn die anderen neu sind. Na gut. Versuchen diesmal mal wirklich irgendwie einzeln welche anzulocken. Oder zumindest nicht alle auf einmal, vielleicht zwei. Das sollte ja machbar sein eigentlich. Na komm. Ah, Mist, kam doch nur einer. Naja. Geht auch erstmal. Uah. Ah ja. Zweiter. Sehr gut. Da! Schnell einmal was zu essen. Erstmal einen kurzen Schritt weg. Und ran an den Fight. Okay, bleiben nur noch drei, wenn ich das richtig gesehen habe zumindest. Speichere nochmal ab. Ich hatte eine kleine Aufnahmepause von ein paar Tagen. 7, um genau zu sein. Oh Mann, das ist ja doch mehr als erwartet gewesen. Gut. So, machen wir mal die... Versuchen wir mal uns um die restlichen Snapper zu kümmern hier.
greifen wir wieder nach unten an. Das ist natürlich erstmal gefährlich. Na komm. Sind das der letzte wirklich? Ne, scheint noch nicht der letzte gewesen zu sein. Ich habe einen übersehen irgendwo. Wow. Ruckel, ruckel. Hallo? Ah, da sind noch vier. Okay. Dann suche ich doch erstmal die anderen zusammen und werde die ein bisschen looten. Nee, das war eine Heilpflanze. Ich möchte wirklich alle looten, weil wir kaum noch Heiltränke haben. Und da müssen wir früher oder später auf Fleisch umsteigen. Okay, jetzt kommen sie, zumindest alle vier. Und ich habe vorher natürlich nicht gespeichert, aber wir bekommen Unterstützung durch die Orks. Ja, in den Staub mit ihm. Man muss sie alle töten. Hab ich doch. Okay, den letzten hast vielleicht du gemacht, aber auch nur den letzten Schlag. Okay. Aber was soll's. Erledigt ist es auf jeden Fall erstmal. Und wir werden ja mindestens Gold und wahrscheinlich auch ein bisschen Erfahrungspunkte dafür bekommen. Ich will nur mal schauen, was hier oben ist. Wenn wir schon mal hier in der Nähe sind. Sollten wir uns auch umgucken, finde ich. Ein Goblin. Na gut. Da. Hey. Ah, ist noch einer. Ich höre immer noch die Musik, aber jetzt hat sie aufgegeben. Nö. Sonst ist hier nix. Dann gehen wir doch erstmal zur Schwefelmine und geben Bescheid, dass wir soweit fertig sind. In der Ruhe liegt die Kraft. Die Bedrohung durch die Snapper ist abgewendet. Dann kann ich ja wieder beruhigt schlafen. Nimm das als Belohnung. Einen Haufen gelber, stinkender Schwefelbrocken. Hä? Ist das nichts? Yay. Ich muss mal sagen, so, der Name von ihm ist natürlich auch schon wieder eigentlich cool gewählt. Schon ein bisschen wie bei der Avogadro-Konstante damals, bei dem Alchemisten, den wir für Treles wiederfinden mussten. Nur, dass der hier der Hüter der Schwefelmine Sulfok heißt. Kennt ihr unterschiedliche die Schwefelverbindungen, die heißen dann immer irgendwas mit Sulfid, Sulfat und so weiter. Solltet ihr zumindest schon mal im Chemieunterricht gehört haben vielleicht? Wenn nicht, habt ihr entweder, na, ich sag mal nichts über Lehrer. Kann ja sein, dass ihr einfach noch nicht so weit seid. Gut. Ich nehme mal alle Pilze wieder mit. Mach dich nützlich. Ich will keinen Ärger haben. Oh, ganz viele Schwefelbrocken. Kann ich alle mitnehmen. Ich
frag mich überhaupt, was man mit den Unverarbeiteten macht. Kauft man die einfach oder braucht man die für irgendwas? 8-mal Schwefel. Ja, das ist doch was wert. Hoffentlich. Ich sammle mal so viel ich kann. Man weiß ja, wie gesagt, erstens nie, wie viel man noch braucht. Und zweitens... müssen wir ja auch 50 oder so davon weggeben, glaube ich. Wenn ich es richtig in Erinnerung habe. Wie gesagt, das ist jetzt schon ein paar Tage her. Da ist nichts mehr gesehen. Ich lasse mal den restlichen Morgentor dann, glaube ich, langsam mal stehen. Ich habe jetzt noch nicht eine gute Verwendung dafür gesehen. Was mit dem? Ich mache erstmal Pause. Ja, das sehe ich. Geh jetzt besser. Pauli. Ah, ist wahrscheinlich auch nicht so ein angenehmer Job, hier in der Schwefelmine zu arbeiten, muss man dazu sagen. Aber waren es echt nur 3 Minen? Also jetzt müssen wir ja noch die Wolfsmine finden, glaube ich. Wo uns die... Oder war das mit dem Minecraft und die Wolfs? Ne, das macht ja keinen Sinn. Das macht ja keinen Sinn. Aber wir können dann auf jeden Fall schon mal zu Nemrock gehen und ihm schon mal von denen mitteilen, die wir bis jetzt so... Also das schon mal bringen, was wir bis jetzt so haben. Wir haben ja auch schon um das Gold uns gekümmert und dann waren wir... Ach, eine Mine war natürlich in der Stadt. Die habe ich, glaube ich, gar nicht mitgezählt beim letzten Mal. Sklavenleben. Ich meine, das ist wahrscheinlich allgemein bekannt, aber das ist wahrscheinlich wirklich nie sonderlich schön. Okay. Aber ich glaube, bevor wir zu Nemrock gehen, lassen wir uns doch nochmal von so einem eifrigen Sklaven zur Wolfsmine führen. Schauen, wo die ist. Da haben wir ja auch noch zu tun. Also zuerst mal ins Sklavenviertel. Ach, wenn wir schon mal hier vorbeigehen. Hier hast du Goldbrocken. Gut, das soll erstmal reichen. Hier ist dein Lohn. Die verlassene Mine ist doch noch ertragreich. Woher weißt du das? Mirzo, der Assassine, bekommt seine Artefakte von dort. Damit ist jetzt Schluss. Ich werde die Mine wieder in Betrieb nehmen. Sehr gute Arbeit. Hier ist dein Lohn. Du bist es wert. Hier, ich habe Schwefelbrocken. 30 habe ich gesagt. Bist du taub? Geh und hol den Rest. Was, mir fehlt jetzt echt noch einer? Also wirklich. Also wirklich. Ein vermaledeiter Schwefelbrocken. Du solltest jetzt gehen. Geh jetzt besser. Besser, du gehst kann weiter. Du solltest jetzt gehen. Noch ich will keinen Ärger haben. Ich will doch noch in die... Ich mach erstmal Pause. Zeig mir... Schwefel... Okay, ich brauche noch einen so einen Brocken. Ach, verstehe. Mist. Gab es hier drin auch Schwefel? Ich muss noch mal ganz kurz in die Quest schauen, sorry. Geldern ist hier. Wo haben wir das denn gehabt? So. Ein Rudel Stollenwölfe hat sämtliches besorge dir im Sklavenviertel und bring die Wolfsmine wieder in Gang. Die Sklaven werden dir den Weg zur Mine zeigen.
Ja, das tun sie aber nicht. Oh, hier war noch Gold. Wahrscheinlich, weil jetzt nachts ist. Was ist denn? Geh jetzt besser. Du solltest jetzt gehen. Nur tagsüber ansprechen. Was ist denn? Muss dann also leider nochmal in die Schwefelmine. Da ist nichts zu holen. Aber jetzt sind hier gerade keine Sklaven mehr am Werke. Das heißt, ich kann die Plätze jetzt alle. Ich kann jetzt alle Plätze sozusagen bearbeiten. Lass mich in Ruhe. Ich denke darüber nach. Da ist nichts zu holen. Nichts zu holen. Okay. Da ist nichts zu holen. Da ist nichts mehr zu holen. Hier ist noch Gold. Aber wenn wir... Warum können wir keinen Sklaven fragen, ob er uns dorthin schaffen kann? Das verstehe ich nicht. Hier waren wir ja schon. Wie fandet ihr eigentlich? Das habe ich heute quasi frisch geschnitten und bearbeitet. Die Idee mit der Night Vision bei Chaos AI. Nicht, da ist nichts mehr zu holen. Ich habe mir überlegt, nichts zu damit holen. Man im Dunkeln dort wenigstens irgendwas sieht, bei dem Minecrawlern damals. Macht nur so viel, was zu erledigen. Geh lieber, sonst kriegen wir beide noch Ärger. Noch mehr Ärger zu tun. Habe ich ein paar Farben verstärkt, sozusagen, damit man wenigstens ein bisschen was sehen konnte. Ich weiß nicht, ob es jetzt zu bunt war oder ob das in Ordnung war. Ich fand es okay. Gäbe sicherlich noch irgendwie bessere Möglichkeiten. Was willst du? So, ich schlafe mal bis morgens in irgendeinem Bett, wo ich schlafen kann. Geh lieber, sonst kriegen wir beide noch Ärger. Genau. Ich brauch Schlaf. Dann schlaf doch. Lass dich nicht stören. Wir kriegen beide noch Ärger. Kann ich auch nicht schlafen? Ein warmes Feuer jetzt ist doch was für jetzt besser. Was willst du? Ich will einen Ort zum Schlafen. Du geh lieber, sonst kriegen wir beide noch Ärger. Also brauchen wir noch einen Alchemistenring und noch irgendwas? Mann, was willst du? Alles belegt. Ist ja auch nachts, aber trotzdem nicht so gut. Kann ich erst jemanden verprügeln, um ihn von seinem Bett zu vertreiben? War ich eigentlich schon auf allen Zinnen oben? Ich hoffe, niemand lacht mich aus, weil ich die ganze Zeit das falsche Wort verwende. Was ist los, Mora? Was ist los, Mora? Das klingt freundlicher, als ich sein würde, wenn mich jemand mitten in der Nacht beim Schlafen stört. Muss ich mal so sagen, das hätte ich von den Orks weg nicht erwartet. Dir, Mora. Wow. Aha. Verschwinde, Mora. Ich wusste nicht, dass man da nicht hin darf. Was ist los, Mora? Interessant. Ist gerade irgendwas angezeigt? Habe ich denn die jetzt hergenommen? Egal. So, aber ich schaue gerade auf die Uhr und merke, es müsste jetzt eigentlich schon wieder ziemlich viel Zeit vergangen sein. Ich habe jetzt leider nicht mehr auf dem Schirm, wie viel Zeit in der vorherigen Folge, in der vorherigen Aufnahme schon vergangen war. Aber an dieser Stelle würde ich dann doch erstmal die Folge beenden. Ich danke fürs Zuschauen und hoffe, ihr seid beim nächsten Mal wieder mit dabei, wenn ich bei Gothic 3 weitermache. Bis dahin, macht's gut. Ciao.